So, da wären wir wieder. Wir haben uns ja jetzt schon bis hier quasi vorgearbeitet. Obwohl ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob man es wirklich vorarbeitet nennen kann. Denn es gab 4 Kommentare, jedenfalls bis jetzt 4 Kommentare, dass es hier wohl doch einen Respawn geben könnte. Und jetzt bin ich echt am Hadern. Denn wir können jetzt an dieser Stelle schlafen, ohne dass wir von einem Geist überrascht werden. Das konnten wir vorher nicht. Das heißt, oder auch doch nicht. Wir konnten nur kurzfristig hier schlafen. Das teste ich jetzt nochmal aus. Ja, jetzt konnten wir hier schlafen, aber nur kurz. Verbraten ein bisschen Mana. Ja, wir können jetzt hier schlafen. Das ist ja eigentlich schon mal ein Schritt vorwärts. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen runter, vertrödel da unten ein bisschen Zeit. Schlaf einfach hier. So. Was ich jetzt versuche, ist den Spawner auszulösen, wenn es denn einen Spawner gibt. So, schlafen wir nochmal. Gehen vielleicht noch eine Etage runter. Darum. Und da wir eben gerade oben an der Tür schlafen konnten, ohne gestört zu werden, dürften wir es jetzt auch wieder können. Wir haben ja keine neuen... Falsche Tür, falsche Tür, falsche Tür. Wir haben ja keine neuen Geister angelockt. Also probiere ich das einfach mal. Wenn wir da schlafen können, gibt es keinen Respawn an der Stelle. Wenn wir da nicht schlafen können, gibt es einen. Das sieht gut aus. Okay, also machen wir weiter. So viel zu keinem Respawn. Okay, es hat nur gedauert, bis er rankommt. Ja, also, dann machen wir doch nicht weiter und gehen erstmal zurück zur Stadt Eivel. Davor habe ich nämlich die beiden Smaragdklingen liegen lassen. Ja, das wurde mir schon mehrfach gesagt. Ich hatte es auch schon mal testweise off-camera versucht mit den beiden. Sie bringen nicht sehr viel. Also wenn sie treffen, sind sie genial. Die machen dann sofort mal eben 100 Schaden. So viel wie Bakata mit seinen 2 Klingen auf einmal macht. Das Problem an den Dingern ist halt nur, dass die einen recht niedrigen Stärkewert haben. Und man dadurch sehr selten mit denen trifft. Aber wir können dann entweder Bakata eine davon in die Haupthand geben und eine andere mit sehr viel Stärke in die Nebenhand, dass er wenigstens ab und an mal trifft. Oder wir geben Paulsen und Axel jeweils eine Klinge. Das heißt, dass wenn sie dann mal zuhauen, dass sie dann auch gut Schaden verursachen können. Weil bis jetzt können sie immer nur 10, höchstens 20 Schaden machen. Dann treffen sie zwar noch seltener als jetzt, aber wenn sie treffen, macht es wenigstens gut Bang. Und in der ganzen Zwischenzeit macht Bakata gut Schaden, weil er ja eh 2 Waffen in der Hand hat. Ja. Probieren wir es erstmal jetzt so rum aus. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Nichts wirklich Wichtiges, hm? Na gut, dann zurück zum Weißen Turm. Und schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Aber wenn wir jetzt echt der Respawn haben und danach sah es ja aus, dann haben wir das Problem, dass wir in einem Rutsch quasi oder innerhalb einer gewissen Zeit diesen Kopf finden müssen. Das könnte schwierig werden. Aber wenigstens haben wir bisher nur eine Karte verbraucht. Ist natürlich ärgerlich, dass wir überhaupt eine verbraucht haben, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. So, sind wir schon wieder oben? Ne, eine Etage noch. Zup, 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 zup. So, hier speichern wir kurz mal ab. LP32A. Schlafen nochmal. Und dann versuchen wir jetzt möglichst weit zu kommen, ohne die Ebene zu verlassen. Und ja, ich experimentiere immer noch rum. Also das Experiment jetzt ist, gibt es Respawn, wenn man die ganze Zeit auf der Ebene bleibt? Was ich als schwierig erweisen könnte, wenn man von einer Schlange durchgehend gebissen wird.
hasse, hasse, hasse diese komischen Kriegergeister. So. Wie ihr sehen konntet, die grünen Schwerter haben es ja noch... Ah, da. Einmal getroffen. 132 Schaden. Wenn sie treffen, genial. Aber sie treffen halt fast nie. Oh. Okay. Jetzt schon zweimal getroffen. Hat sich doch mehr gelohnt, als ich gedacht hätte. Oh, aber irgendwie trifft immer nur Paulsen. Oh, das könnte es auch sein. Erstkämpfer Level 4, Erstkämpfer Level 5. Dass das gar nicht mit der Stärke zu tun hat, sondern mit dem Kämpferlevel und die Stärke echt nur den Schaden ausmacht. Das wäre natürlich auch interessant. Aber ja, so läuft das echt gut. Doofe Schlange, das ist so eine... Also haben wir jetzt Vakate, der mit seinen zwei Waffen gut Schaden macht. Wir haben Paulsen, der mit den Smaragdklingen wenigstens ab und an mal trifft. Der einzig einigermaßen sinnlose ist Axel. Der ist eigentlich nur dazu da, um ab und an mal einen Heilzauber zu schmeißen. So, na komm, stirb. Wir wollen jetzt hier schlafen. Gucken, ob es dann einen Respawn gibt oder nicht. Das ist echt krass. Er hat jetzt schon fünfmal getroffen und Axel noch kein einziges Mal. Da ist echt irgendwas faul. Also ja, klar, er hat sowieso nicht die guten Attribute gehabt als Kämpfer. Aber dass das so viel ausmacht, ist schon übel. Na gut, wir wollen weiter. Und zwar wollen wir uns erstmal nicht umzingeln lassen. Also wir bringen jeden Geist um, den wir sehen. Wir gehen auch erst weiter, wenn wir sicher sind, dass keine in der Umgebung sind. Also wenn wir noch gut schlafen können. Und vielleicht sollten wir erst den Geist umbringen, der den Weg zurück versperrt. Und genau da verklicke ich mich irgendwie immer. Ich will Heilung Stufe 3 machen und drücke dann aus Versehen auf 4. So. So, irgendwo ist ein Krieger. Da ist ein Krieger. Alternativ nehme ich jetzt mal die Smaragdklinge von ihm weg. Er trifft ja eh nie. Gebe sie ihm. Um jetzt noch eine Theorie abzudecken. Nämlich, er hat ein Kämpferlevel von 5. Das heißt, er müsste genauso häufig treffen wie Paulsen mit den Smaragdklingen. Aber hat er ja auch schon vorher. Und der hat trotzdem öfters getroffen. Hm, okay. Also, Paulsen trifft mit der Smaragdklinge recht häufig, weil sein Kämpferlevel hoch ist. Ist eine Möglichkeit. Er trifft aber nicht so gut wie bei Carter, weil er mit zwei Waffen gleichzeitig kämpft. Hm. Wow. Ah, sieht gut aus. Ja, Axel mit bloßen Fäusten jetzt. Also Bagata trifft ziemlich häufig. Das sieht nicht gut aus. Bagata, Heilung. Und einmal er. Und ich würde jetzt ganz gerne irgendwo schlafen. Aber ja, die Variante scheint am besten zu funktionieren. Bakata mit der Smaragdklinge in der einen Hand, einer starken Waffe in der anderen. Und Axel heilt eigentlich nur noch. Na komm, trink einen Heiltrank. So. Wo kommt er jetzt her? Ist er schon respawn? Wenn ja, hätten wir ein Problem. Ja, anscheinend nicht, sonst wären es mehr. Oh, ja, hier ist zu viel, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert.
Also eine der laufenden Theorien ist ja, Respawn gibt es nur, wenn man das Level verlässt. Und da wir bisher das Level nicht verlassen haben, gibt es keinen Respawn. Mal gucken, ob die Theorie hält. So, die Tür machen wir noch auf. Jetzt speichern wir mal kurz hier hinten ab. Da können wir ruhig den überspeichern. Und die Uhr sagt schon 10 Minuten. Na gut. Geist. Ha, ich könnte auch mal zwei Smaragdklingen nehmen, was wäre, glaube ich, Overkill. Na komm, nur mal kurz testweise. Also dürfte jetzt eigentlich viel, viel mehr Schaden machen. Aber so gut wie gar nicht treffen. Was nicht stimmt, denn er hat gerade getroffen. Ja, nett, definitiv. 375 ist noch ein Ticken besser. Das geht ab wie Nachbars Katze. Okay. Da habe ich definitiv einen Fehler gemacht. Also ich hatte ja schon mal rumexperimentiert, wie man denn am besten hier weiterkommen könnte. Aber so gut hat das nicht geklappt. So. Schon. Barkata Power. So, jetzt können wir schon hier mitten im Gang einfach so schlafen, ohne dass irgendwas sozusagen greift. Und wo müssen wir überhaupt weiter? Da ist ein Geheimgang. Aber hier waren wir noch nicht. Und noch eine Sackgasse. Ja, so macht das Level doch gleich richtig Spaß. Ich hätte früher auf euch hören sollen. So. Zack, 420 ist, glaube ich, ein neuer Rekord. So, ein Langschwertbeschützer und leer. Das heißt, es geht nur hinter der Grube da weiter. Da müssen wir was werfen wahrscheinlich. Hey, Axel hat mal getroffen. Ah, irgendwo. Da ist noch einer. So, also den Knopf da hinten müssen wir wahrscheinlich drücken, um die Grube hier wegzubekommen. Und zack. Obwohl, natürlich würde ich auch ganz gerne wissen, was da unten in der Grube drin ist. Das Problem ist nur, dann würden die ganzen Geister wieder auftauchen, wenn der Respawn dann so geregelt ist. Was ich aber immer noch nicht weiß. Na komm. Ah, guter Treffer, aber dafür ist jetzt Axel tot, er tot und nein. Ach. Viel zu knapp immer das Ganze, viel zu knapp. Ja, schön Kriegerlevel bekommen. Ah. Das lief nicht gut. Okay, wir müssen jetzt nochmal da oben den Bereich. Hier. Hier war nichts. Und dann da durch die Wand durch. Und er bekommt jetzt wieder die Smaragdklingen. Und die beiden konzentrieren sich auf die Heilung. Und wir machen genau das gleiche wie eben. Außer, dass wir noch ein bisschen vorsichtiger daran gehen. Also wir werden dann eher mal wieder ein paar Schritte zurückgehen. Versuchen zu rasten. Gucken, ob Gegner rankommen oder nicht. Genauso wie du, hinterhältiger Ritter-Typ. So, und eben gerade vor seinem Tod hat Bakata auch noch ein Kriegerlevel bekommen, was natürlich sehr schick ist. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann. Denn wir haben jetzt ja schon eine ganze Weile gegen die Geister gekämpft und fast keiner hat ein Level abbekommen.
Wie hängt das echt damit zusammen, dass er so viel Schaden macht und dementsprechend dann mehr Erfahrungspunkte bekommt? Noch eine Sache, die man schwer überprüfen kann. Und das war schon wieder verklickt. Da. Ja, Schlange, Schlange. Hatten wir vorhin so auch so viele von denen? Komm, lass uns schlafen. So. Das könnte echt ein Respawn sein, weil die halt alle von hier hinten kommen. Aber jetzt hätten wir das auch erledigt. Mann, Mann, Mann. So, komm, regeneriere dich hoch, dann machen wir einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. So, speichern. LP32B. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.